Ja, hallo und herzlich willkommen wieder zurück auf meinem Kanal. Ihr habt es im Titel sicherlich schon gesehen. Heute geht es darum, wie ihr euren PC schneller machen könnt. Und zwar diesmal auf Windows 10, nachdem das Video von dem Betriebssystem Windows 7 so gut bei euch angekommen ist. Das Ganze jetzt einfach nochmal bei Windows 10 bzw. auf Windows 10. Und ja, auch mit ein paar neuen Sachen. Ein paar alte sind natürlich trotzdem noch da geblieben, ein paar Mittel, um den PC schneller zu machen. Aber wir fangen auch gleich mal an. Also fangen wir erstmal an wieder mit gewohnt msconfig. msconfig, das könnt ihr hier einfach eingeben, Enter drücken und schon sind wir in msconfig wieder drin. Ja, was können wir hier machen? Wir können hier wieder den benutzerdefinierten Start einstellen und so weiter. Braucht ihr eigentlich nicht, das macht ihr automatisch. Also erstmal bei Timeout hier einstellen, bei euch müsste 30 stehen, das einfach auf 3 Sekunden einstellen, so fährt euer PC schneller runter. Das macht er dann natürlich nicht in 3 Sekunden, sondern er macht das einfach schneller. Diese 30 Sekunden, diese Zeit, die er sich da nimmt, die wird einfach hier begrenzt und der geht so schnell aus, wie es nur geht, ohne noch irgendwas vorher zu warten oder so weiter. Ja, was kann man noch machen? Das haben wir letztes Mal auch schon gemacht. Beim Systemstart konnte man hier die Programme, die alle starten, wenn der PC hochgefahren wird, konnte man alle ausschalten und so weiter. Das ist jetzt verlagert worden auf den Task Manager. Wir drücken hier drauf, dann öffnet sich der Task Manager. Bei mir ist das hier im anderen Fenster. Dann ist hier Autostart geöffnet. Und jetzt sehen wir hier, welche Programme alle gestartet werden, wenn der PC hochfährt. Man sieht jetzt hier die letzte BIOS-Zeit, die ist bei mir 10,2 Sekunden. Die kann noch deutlich verringert werden, wenn man hier die ganzen Programme deaktiviert, die man nicht braucht. Angenommen hier Spotify, Steam, was ist noch? Dropbox hat noch eine hohe Statusauswirkung. Die kann man dann alle ausschalten, wenn man das will. Dazu einfach Rechtsklick deaktivieren. Da würde hier deaktiviert stehen und schon fährt der Rechner schneller hoch. Ich lasse das aber jetzt aktiviert, da ich Dropbox benötige. Ja, was kann man noch machen? Man kann natürlich die Effekte von Windows ja einfach anpassen. Das macht man wie folgt. Man geht hier auf Start, Einstellungen, dann öffnen sich die Einstellungen, weil wir wieder auf dem anderen Monitor. Dort geht man jetzt auf Personalisierung, das ist hier, und dann geht man auf Farben. Und dann hier ganz unten ist eine Leiste, die heißt Transparenz. Und die Transparenz, das ist die Taskleiste, das seht ihr hier unten. Die wird, wie gesagt, transparent. Das heißt, man sieht die Programme hier durch. Ihr seht das hier unten so. Also ich hoffe, ihr seht das. Dort werden die Fenster dahinter noch angezeigt. Wenn man das ausschaltet, sind die nicht mehr transparent und das Programm wird dahinter nicht mehr angezeigt hier unten. Das spart natürlich jetzt wenig mehr Ressourcen, allerdings für Rechner, die sehr begrenzte Ressourcen haben, ist das einfach ein kleiner Schub, den man damit reinnehmen kann. Bei meinem Rechner jetzt nicht, ich lasse das an, aber das könnt ihr zum Beispiel auch ausstellen. Ja, dann machen wir weiter, und zwar kann man weitermachen bei den Systemeigenschaften, das einfach hier unten eingeben, Systemeigenschaften oder einfach System, das reicht auch. Weitere Systemeinstellungen, das reicht schon. Dann hier oben erweitert und dann hier bei Leistung auf Einstellungen klicken. Ihr klickt hier drauf und dann haben wir dasselbe Fenster wie bei meinem alten Video auch schon. Hier kann man jetzt einstellen, was für Effekte Windows haben soll. Also ihr könnt euch das hier durchlesen, alles mögliche. Das ist einfach nur Design, das kann man alles ausstellen. Man kann sich das individuell anpassen, wenn man das möchte. Man kann hier aber auch einfach hier oben klicken für optimale Leistung anpassen. Dann deaktiviert ihr alles und ihr kriegt die maximale Leistung aus eurem Rechner einfach raus. Und somit spart ihr diese ganzen Ressourcen, die nur fürs Design da ist. Wenn ihr jetzt nur spielen wollt oder so, macht ihr das einfach so, drückt übernehmen und fertig. Ich brauche das jetzt nicht, ich finde das Design schön so, ansonsten könnt ihr das hier wie gesagt noch anpassen, dass er nicht alles ausstellt. Jo, wir machen das jetzt nicht, ich drücke einfach mal abbrechen und dann gibt es noch eine weitere Einstellung und zwar ist die einfach hier unten starten und wiederherstellen. Hier gibt es auch nochmal Einstellungen, da klickt ihr einfach hier drauf
Und jetzt seht ihr hier, Standardbetriebssystem ist Windows 10. Es ist nur ein Betriebssystem installiert auf meinem Computer. Und hier unten ist eine Anzeige. Hier steht Anzeigedauer der Betriebssystemliste. Die ist auf 3 Sekunden eingestellt. Das ist einfach dazu da, wenn ihr mehrere Betriebssysteme installiert habt, habt ihr 3 Sekunden Zeit, um das andere Betriebssystem, also das Nicht-Standard-Betriebssystem, auszuwählen. Habt ihr aber nur eins installiert, könnt ihr das ruhig ausschalten. Jetzt ging das hier wieder auf 30 oder halt auf 1 Sekunde runterregeln, wie ihr das wollt. Das spart alles Zeit beim Systemstart. Da ich ab und zu aber mit USB-Stick und so weiter boote, ich habe noch eine andere Festplatte dran, dass ich das alles einstellen kann, lasse ich das bei mir meistens an, da meistens schon so eine Linux-Software auch mal zu gebrauchen ist. Ich lasse das meistens an, falls ich meine andere Festplatte da benutze. Aber ihr könnt euch das wirklich auf 1 Sekunde, wie gesagt, ich habe es hier bei mir bei 3 Sekunden schon runtergestellt, so lange braucht man ja nicht, um das auszuwählen. Einfach okay, fertig. Ja, was könnt ihr noch machen? Ihr könnt hier drauf gehen, zack, Rechtsklick, Energieoption, das ist hier. Ihr drückt hier drauf und dann könnt ihr hier draufstellen, draufklicken, auswählen, was beim Drücken vom Netzschalter geschehen soll. Und da könnt ihr hier den Schnellstart aktivieren. Ihr seht, ich kann hier gar nicht draufklicken. Und der ist zwar schon aktiviert, wenn er bei euch nicht aktiviert ist, könnt ihr das natürlich noch machen. Ich kann das jetzt hier nicht machen. Wie macht ihr das? Bei mir einfach hier oben drauf drücken. Da braucht man Administratorenrechte. Man drückt hier drauf, zack. Und schon könnt ihr hier eure Einstellungen machen. Ich lasse die so. Bei mir war es ja schon eingeschaltet. Und so fährt euer PC schneller hoch. Und das merkt man dann auch deutlich, wenn man das einschaltet. Ich brauche das, wie gesagt, nicht machen, bei mir war es schon eingeschaltet. Ja, das andere, was ihr machen könnt bei den Energieoptionen, ihr klickt erstmal hier oben drauf auf Energieoptionen und das ist ganz einfach hier. Ihr könnt, bei euch wird das hier nicht offen sein, bei euch wird das so vielleicht aussehen oder sogar Energiesparmodus. Macht den Writer hier auf und tut Höchstleistung anklicken. Höchstleistung spart zwar keine Energie, aber euer PC holt die letzte Leistung aus eurem Rechner raus. Er tut den CPU auf Anschlag laufen lassen, wenn er das braucht, die Grafikkarte, und der Energieverbrauch kann dann, wie hier steht, höher sein. Allerdings hat die Leistung des Computers Vorrang und das ist ja genau das, was ihr wollt. Deswegen Höchstleistung anklicken und fertig, und euer PC wird schneller laufen. Ja, was kann man noch machen? Bei alten Rechnern oder wenn ihr wenig Speicherplatz habt, dann empfiehlt sich immer noch die Datenträgerbereinigung. Einfach unten wieder eingeben, Datenträgerbereinigung, das erscheint hier, draufklicken, fertig, und dann könnt ihr hier eure Laufwerke auswählen. Ich habe hier ein paar Festplatten in meinem Rechner verbaut, wie gesagt, vorhin schon, kann hier mehrere Betriebssysteme benutzen, je nachdem, wie ich das einstelle im Bootmenü. Wenn ihr nur eine habt, ist wahrscheinlich C, einfach hier drücken, okay, zack, und dann tut ihr sozusagen berechnen, was auf dem Datenträger C gelöscht werden kann. Und das könnt ihr einfach löschen. Löschen, und so habt ihr mehr Platz auf eure Festplatte. Bei mir wäre das jetzt hier 1,7 GB. Ihr könnt hier noch mehr anklicken, was ihr löschen wollt. Systemfehler, Speicherabbilddateien und so weiter. Das könnt ihr selber alles mal durchgehen. Papierkorb leeren und so weiter. Temporäre Dateien könnt ihr löschen. Da zeige ich euch gleich nochmal eine Einstellung dazu. Ich lasse das jetzt einfach mal hier offen. Das mache ich mal zu, um euch das dann noch zu zeigen. Ja, was könnt ihr nämlich noch machen? Ihr könnt hier unten eingeben, Prozent, Temp, Prozent. Und wenn ihr dann Enter drückt, öffnet sich hier so ein Ordner. Und das sind einfach die temporären Dateien, von eurem Rechner. Und hier könnt ihr wirklich alles rauslöschen. Ich mache das einfach, damit ihr seht, dass ich euch nicht verarsche oder so. Ihr könnt das hier alles rauslöschen, das braucht ihr nicht. Das wird temporär gespeichert. Der Computer vergisst aber allerdings irgendwie, das zu löschen. Das könnt ihr alles rauslöschen, das braucht ihr alles nicht. So spart ihr wieder Speicherplatz und so weiter. Ja, was kann ich euch noch empfehlen? Und das war auch im anderen Video schon drin. Das ist die Defragmentierung. Ihr gebt hier unten wieder ein, defragmentieren oder defrag, das reicht schon. Öffnet das Programm, was hier oben stand. Und dann öffnet sich ein Fenster, das nennt sich Laufwerke optimieren. Und jetzt könnt ihr eure Laufwerke defragmentieren. Das ist für Festplatten geeignet, also Magnetfestplatten.
Nicht für SSDs, da SSDs ein bisschen anders aufgebaut sind, das muss kein Fühler die Taste, die Scheibe, also die Platte, wo eure Daten gespeichert sind, abfühlen und hin und her springen. Bei einer SSD funktioniert das alles elektronisch und das würde nur den Verschleiß eurer SSD fördern, deswegen bei einer SSD am besten nicht ausführen. Das muss man am besten deaktivieren. Bei mir ist das nämlich hier auch aus. Ich habe das ausgeschalten. Aber bei normalen Festplatten, also nicht bei SSDs, wirklich empfehle ich das euch. Das ist einfach, ja, dieser Sucher auf der Festplatte, der sucht sozusagen, wenn ihr jetzt ein Programm öffnet, die einzelnen Bestandteile. Wenn die einzelnen Bestandteile allerdings quer verstreut sind auf der Platte, braucht er viel länger, um alles zu finden, als wenn alles auf einem Fleck ist, alles hintereinander. Dann hat er das viel schneller gefunden und das macht das Programm. Das ordnet die gespeicherten Sachen so auf der Festplatte, dass sie schneller verfügbar sind für den Fühler, der der die Platten da absucht. Und das beschleunigt einfach die Startvorgänge, eure Programme und so weiter. Auch euer PC kann schneller starten und so weiter. Das wirklich, ich empfehle das euch, wenn ihr das noch nie gemacht habt, das kann eine Weile dauern. Allerdings lohnt sich das zu machen. Ich habe, wie gesagt, ein SSD-Laufwerk. Da brauche ich das nicht mehr. Ich habe das ausgestellt. Ja, noch eine Sache, die ihr machen könnt. Ihr geht hier wieder Start auf dieses Rädchen hier, Einstellungen. Und dort auf Datenschutz. Datenschutz, was will ich damit? Ich will jetzt keinen Datenschutz euch Tipps geben, sondern ihr geht hier unten auf Hintergrund-Apps. Einfach hier runter scrollen, Hintergrund-Apps und hier seht ihr die ganzen Apps, die im Hintergrund laufen. Also ich habe alles eingeschaltet bei mir. Ich habe die Funktion selber erst gerade rausgesucht aus dem Internet. Hier seht ihr mal, was alles im Hintergrund läuft. Was ihr nie benutzt, ich benutze hier keine App davon, manchmal Skype vielleicht, das könnt ihr alles ausschalten. Das braucht ihr alles nicht, das tut alles nur euren RAM-Speicher, also euren Arbeitsspeicher belegen, der aber wertvoll ist, weil das ist der schnelle Speicher, wo sich Programme schneller öffnen, die dort gerade drin zwischengelagert sind und so weiter. Wenn der mit so einem, ich sage jetzt einfach mal Müll belegt ist, ist der schneller voll. Das könnt ihr einfach alles deaktivieren. Das dauert jetzt hier zu lange, das mache ich jetzt nicht alles. Das könnt ihr alles deaktivieren, das braucht ihr nicht. Was ihr braucht, natürlich Anlassen wie Einstellungen. Ich jetzt zum Beispiel Skype, was ich benutze, oder hier die Office-Produkte, die benutze ich auch, das könnt ihr einlassen. Aber jetzt so Sachen wie Xbox, ich habe keine Xbox, einfach ausschalten. Telefon, ich telefoniere nicht, einfach alles ausschalten, das braucht ihr nicht und weg damit. Ja, was kann man noch machen? Das ist einfach, wenn ihr jetzt einen Rechner habt und ihr habt dort drei Monitore eingestellt. Ich gebe das einfach mal unten ein, Anzeige, Einstellungen der Anzeige und dann seht ihr hier, öffnet sich erstmal so ein Fenster und ich habe jetzt hier zum Beispiel drei Monitore, also bei mir ist das jetzt kein Problem, ich habe hier Grafikkarte und so weiter alles eingebaut. Wenn ihr aber eine schwache Grafikkarte habt und ihr habt sonst wie viele Monitore angeschlossen, ihr müsst davon ausgehen, dass die Grafikkarte die ganzen weiteren Monitore, sprich hier Monitor 2 und Monitor 3, mit berechnen muss. Das heißt, wenn ihr Spiele auf eurem Hauptmonitor, bei mir in dem Fall Nummer 1, spielt, dann werden die Monitore an den Seiten trotzdem mitberechnet und das frisst Leistung der Grafikkarte und diese Leistung fehlt dann eben im Spiel für die nötigen FPS, die vielleicht fehlen. Ihr kennt wahrscheinlich, ja, wenn bei euch der PC nicht ganz so gut ist, erkennt bestimmt den Unterschied zwischen 20 und 30 FPS. Das kann aber alles durch sowas hier kommen. Die Grafikkarte muss die Monitore mitberechnen. Wenn ihr die abschaltet, also absteckt, nicht nur Strom aus, sondern die von der Grafikkarte absteckt, berechnet der die Pixel nicht mit. Und somit habt ihr mehr Leistung für euren Hauptmonitor, sprich für euer Spiel. Und ja, das ist eigentlich auch ein weiterer Tipp, wie ihr eure Spiele oder eure grafikintensiven Anwendungen beschleunigen könnt. Was ihr natürlich auch noch machen könnt, ist hier unten, ihr drückt auf erweiterte Anzeigeeinstellungen und dann könnt ihr hier die Auflösung ändern. Ich habe hier Full HD Auflösung, ihr könnt die aber nach unten immer benutzen oder auswählen. Somit muss die Grafikkarte auch weniger Pixel berechnen. Die Darstellung wird dann natürlich schlechter, aber ihr könntet es machen, wenn euer Rechner wirklich schlecht ist, könntet ihr das hier nach unten regeln. Nicht zu weit runter, sonst seht ihr wieder nichts. Aber ihr könnt es machen, dass weniger Pixel berechnet werden müssen. Dadurch wird natürlich die
Grafik auch schlechter. Also das ist einfach nicht so gestochen scharf. Aber wenn euer PC wirklich schlecht ist, dann ruhig hier die Auflösung nach unten gehen. Am 1600 zu 900, das ist zum Beispiel, was man wählen könnte. Aber ihr müsst euch das selber ausprobieren, was euch gerade noch so gefällt, wenn euer PC wirklich zu langsam ist. Ja, was kann man noch machen? Gerade für Spiele kann man den Game Booster runterladen. Den Link dazu packe ich euch in die Beschreibung. Ich habe den schon runtergeladen. Ich muss ehrlich sagen, ich benutze den nicht, da es bei mir keine merkbare Beschleunigung bringt, aber ich habe ihn trotzdem noch drauf. Ich öffne das einfach mal und das ist nicht viel anders als in meinem anderen Video, was ich schon mal hochgeladen habe. Der schließt einfach Hintergrundprozesse und so weiter, währenddessen ihr spielt. Ich habe jetzt ein paar Spiele hier, die ich zum Beispiel auf meinem Rechner habe. Und wenn ihr jetzt hier draufklickt, also ihr könnt die hier auch hinzufügen, wenn ihr die jetzt nicht findet, einfach plus nach Spiel suchen, da geht ihr auf Durchsuchen, klickt euch hier überall durch und sucht euer Spiel, sprich die Exe, die ihr startet. Die sucht ihr, nicht die Verknüpfung, sondern die Exe, die liegt bei C oder auf eurer Festplatte, wo ihr sie gespeichert habt, die Anwendung suchen, hier einfügen, hinzufügen, fertig, und dann habt ihr sie hier. Und wenn ihr es jetzt spielen wollt, ganz einfach hier draufklicken und spielen. Dann kommt so eine Animation, dass das jetzt beschleunigt wird. Dann habt ihr schon mal wieder ein wenig rausgekitzelt. Also das kann ich euch wirklich empfehlen. Ich hatte früher einen Laptop, das hat wirklich ultimativ viel gebracht bei meinem Laptop. Und somit konnte ich den noch ein wenig weiter benutzen. Allerdings, ich habe jetzt halt einen Standrechner. Damit habe ich diese Probleme damit nicht mehr. Aber ich kann den wirklich nur empfehlen. Ja, was kann ich noch empfehlen? Das sind einfach SSDs, was ich vorher schon besprochen habe. Das sind die, die elektronisch arbeiten, ohne so eine Metallplatte, die sich dort dreht, wo das mit Magnetismus gespeichert wird. Baut euch eine SSD nach, rüstet die nach oder so. Das kostet ein wenig, ja, so 150 Euro oder so, aber das ist einfach seinen Preis wert, finde ich. Ihr werdet euren Rechner danach nicht wiedererkennen, also was weiß ich, eine HDD, also eine Harddisk Drive, die hat bei mir, bei meinem Laptop, hat das ewig gebraucht, bis er hochfährt, was weiß ich, 30, 40, 50, 60 Sekunden mit der SSD. Ihr habt vorhin selber diese Bootzeit oben gesehen, beim Autostart. Ich kann die euch nochmal zeigen, Task Manager, Autostart hier, 10,2 Sekunden brauche ich, um mit meinem Rechner zu starten. Das schafft so eine HDD niemals. Rüstet euch wirklich eine SSD nach, wenn ihr euren Rechner beschleunigen wollt. Das hilft einfach ungemein. Ihr werdet euren Rechner danach nicht mehr wiedererkennen. Natürlich groß genug wählen den Speicher, damit ihr auch genügend Programme installieren könnt. Ich werde euch dazu unten ein paar SSDs in die Videobeschreibung verpacken, auch meine. Ich habe hier eine Samsung 840 Evo, glaube ich, gefunden. Ich verpacke euch das alles unten in die Videobeschreibung. Sucht euch da eine aus, bestellt die. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Die passen auch in Laptops rein, die passen überall rein. Natürlich vorher gucken, aber da sie nur 2,5 Zoll haben, sollten sie auch in Laptops reinpassen. Ich habe das selber schon für einen Freund gemacht. Alles funktioniert bei dem, der startet schneller, denn das meiste, warum euer PC so langsam ist, das ist, weil die HDD ausgelastet ist. Man kann nämlich hier die Leistung sehen, der Datenträger ist bei mir bei 0%. Bei meinem Freund, wo ich dem beraten habe, was er machen kann, warum sein PC so langsam ist, ist die Datenträgerauslastung auf 100%. Das heißt, ihr öffnet ein Spiel, das wird aber nichts, weil der ist beschäftigt mit anderen Programmen, das dauert viel länger. Und wenn ihr jetzt einfach eine SSD habt, die Zugriffszeiten sind wesentlich kürzer, die Lese- und Schreibgeschwindigkeiten wesentlich schneller, und das kann man mit einer HDD einfach nicht erreichen. Wie gesagt, kauft euch da eine SSD, ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Es gibt auch billigere SSDs, ich packe euch unten ein paar rein, sucht euch dort ein paar aus, also eine, nicht paar, ihr könnt natürlich auch mehrere, aber das ist Schwachsinn. Dazu vielleicht noch eine HDD in eurem Standrechner und dort könnt ihr dann die anderen Dateien drauf speichern, die nicht schnell abrufbar sein müssen. So, was kann ich euch noch empfehlen bei Laptops gerade? Das sind einfach Laptop-Lüfter. Laptop-Lüfter. Warum? Ihr kennt das wahrscheinlich, euer Laptop, der wird sehr, sehr, sehr heiß. Was macht die Hitze? Die Hitze, die regelt hier die Geschwindigkeit der CPU herunter.
Meine maximale Geschwindigkeit jetzt ist hier 4 Gigahertz. Ich habe einen Standrechner. Wenn euer Laptop zu warm wird, um sich zu schützen, damit die Bauteile nicht kaputt gehen, regelt er bzw. taktet er die Geschwindigkeit von eurem Prozessor herunter. Das ist aber genau das, was ihr nicht wollt. Auch die Grafikkarte kann runtergetaktet werden, aber genau das wollt ihr nicht. Ihr wollt die maximale Leistung haben. Gerade bei Laptops ist die Temperaturentwicklung genau das Problem. Die CPU taktet sich herunter und schon könnt ihr nach einer Weile euer Spiel nicht mehr weiterspielen und müsst eine Pause einlegen, weil ihr euer Spiel nicht mehr spielen könnt. Einfach, weil der CPU runtergetaktet wird, beziehungsweise auch die Grafikkarte. Deswegen kauft euch zusätzliche Lüfter, dort stellt ihr euren Laptop drauf und ja, die Abwärme schafft dieser Lüfter einfach zusätzlich schneller weg als dieser eine kleine Lüfter in eurem Laptop. Ihr könnt das mal bei Google eingeben, Laptop interner Lüfter, die sind so klein, dass kann eigentlich nicht funktionieren. Mein Laptop, den ich früher hatte, der ist so heiß geworden, den konnte man fast nicht mehr anfassen. Wie gesagt, kauft das. Ich packe euch unten ein paar in die Beschreibung rein. Die sind nicht teuer, 20 Euro. Ihr könnt dort auch billiger nehmen. Ich guck mal, was ich finde für euch. Ich packe die unten rein, sucht euch dort einen aus, stellt euren Laptop drauf. Die gibt's auch per USB-Anschluss und so weiter. Ich würde dort, naja, USB ist zwar gut, allerdings zieht es erstens die Akkuleistung von eurem Laptop runter. Ich suche das euch raus, guckt es euch an, das funktioniert. Ich kann es euch nur immer wieder sagen, Laptops wären warm, das drosselt euren Rechner und genau das wollt ihr nicht. Ja, was auch helfen kann, ist euren Laptop aussaugen. Ihr müsst dort mal schauen, wie viel Staub der Lüfter dort unten ansaugt. Gerade wenn man den im Bett benutzt und so weiter, dort kommt so viel Staub unten rein. Und da kann die Luft natürlich auch nicht eingesaugt werden mehr von dem Lüfter. Saugt den einfach mal aus, keine Angst haben, dass da was kaputt geht. Der Lüfter dreht sich, wenn ihr saugt, aber das ist kein Problem. Was kann man noch machen? Den PC auf dem neuesten Stand halten, sprich die Treiber der Grafikkarte und so weiter. Ich habe jetzt hier eine Nvidia Grafikkarte und das dazugehörige Programm, das ist GeForce Experience. Das ist dieses Programm hier. Und dort werden die Treiber der Grafikkarte immer aktualisiert. Und das müsst ihr wirklich machen. Bei eurer Grafikkarte muss immer müssen die Treiber immer auf der aktuellsten Version sein. Ihr seht es gerade hier, hier wird gerade schon wieder aktualisiert. Das müsst ihr wirklich machen. Die neuen Treiber bringen neue Geschwindigkeiten. Und das braucht ihr bei Spielen. Ja, ansonsten, was kann man noch machen? Es ist empfehlenswert, wenn die Festplatte nicht, ich betone, nicht voll ist. Ihr seht hier nochmal das GeForce Experience Programm. Hier könnt ihr die Treiber machen und so weiter nach Updates suchen. Immer auf dem neuesten Stand halten. Kommen wir nochmal zur Festplatte. Einfach eure Festplatte nicht bis zum Anschlag mit irgendwelchen Dateien voll haben. Wenn ihr, was weiß ich, 500 GB habt, Festplatte, und ihr habt die auf 500 GB voll, dann hat der Rechner keine Rücklagemöglichkeiten mehr, um irgendwelche Dateien in irgendeinen Zwischenspeicher zu legen, die ihr braucht. Das macht euren PC langsamer und genau das wollt ihr nicht. Dann lieber noch eine zusätzliche Festplatte oder eine USB-Festplatte. Die sind mittlerweile schnell. USB 3.0 hat Übertragungsschwindigkeiten bis 100 MB die Sekunde. Das geht wirklich schnell. Man kann dort Videos von gucken und so weiter. Dann kauft euch so eine Festplatte. Ich kann euch da auch in die Beschreibung nochmal ein paar rein verlinken. Ich habe selber eine, meine ist von Intenso, glaube ich, die funktioniert einwandfrei, die muss nicht teuer sein, einfach damit ihr eure eine Festplatte, wenn ihr nur eine verbaut habt, entlasten könnt. Wenn die voll ist, ist euer PC langsam. Der braucht einfach ein wenig Puffer, den er hat. Ja, was könnt ihr ansonsten noch machen? Ihr solltet beim Spiel nicht unnötig viele Programme geöffnet haben, sprich Internet, Spotify, was weiß ich, Skype, alles einfach schließen, 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 nur das Spiel und Teamspeak meinetwegen, wenn ihr darüber redet oder so. Das öffnen und schon funktioniert das Ganze viel schneller. Diese anderen Programme, die klauen nur Arbeitsspeicher, den braucht ihr aber. Einfach alles zumachen, nur das Spiel öffnen, meinetwegen noch Game Booster, um das Ganze zu beschleunigen. Und dann funktioniert das auch. Das andere, wenn ihr wieder keinen Speicherplatz habt, ihr könnt euch wirklich Tools runterladen, C-Cleaner, die bereinigen euren kompletten Rechner mit irgendwelchen Müll, den ihr dort ansammelt. Windows sammelt im Laufe der Zeit wirklich viel Krams an, was man nicht braucht. Ladet euch das Programm runter, ich packe euch das unten in die Beschreibung, da gibt es auch andere Videos noch auf YouTube. Wenn ihr das wollt, kann ich dann nochmal ein separates Video dazu machen. Wie ihr wollt, schreibt das einfach unten in die Kommentare rein. Und ja,
Das bereinigt eure Festplatte auch und somit habt ihr wieder ein wenig mehr Speicher. Gerade wer kein Geld ausgeben will, ist das eine optimale Lösung. Wie gesagt, auch ihr müsst keine SSD kaufen. Ihr müsst beim Laptop keine zusätzlichen Lüfter kaufen. Ich pack's euch nur rein, wen es interessiert. Also wer sich dafür interessiert, einfach nur als, als Denkanstoß, was man machen könnte, wenn man jetzt sich keinen neuen Rechner kaufen will, dann lieber so einen Lüfter, der den PC runterkühlt. Oder auch im Standrechner einen größeren Lüfter reinbauen. Diese Boxkühler, die gehen. Man kann sich aber auch einen größeren Kühlkörper kaufen und den auf den auf die CPU montieren und dort einen schönen Lüfter dran. Meine CPU, das kann ich euch jetzt leider hier nicht zeigen, aber die ist wirklich, was heißt kalt? Meinem Laptop, ihr fühlt es vielleicht selber, wenn ihr einen Laptop habt, das wird 40, 50, 60, 70, 80 Grad warm, die CPU. Und das merkt man auch, das wird richtig heiß, so ein Laptop. Bei mir, ich hatte mal so ein Programm drauf, das sind 30, 40 Grad. Das ist komplett eine andere Dimension und somit kann die Geschwindigkeit auch hier auf 4 GHz bleiben. Und das ist die Standardgeschwindigkeit. Meine CPU kann auf 4,2 GHz hochtakten, von Werk aus. Und das ist eben das, was euren PC schneller macht. Wenn der kalt bleibt, dann verlangsamt er die Taktrate nicht. Und so habt ihr wieder mehr Leistung für euer Spiel und so weiter. Das waren jetzt einfach mal die Tipps, die ich euch dazu geben kann. Ich kann die nochmal hier kurz einblenden. Ich habe die hier drüben gehabt. Hier könnt ihr nochmal lesen. Die ganzen Sachen, die ich euch gerade genannt habe, also lest euch durch, was ihr dort braucht, falls ihr jetzt nicht ganz mitgekommen seid, und führt das einfach alles aus. Ich kann euch das wirklich nur empfehlen. Wie gesagt, bei meinem Laptop hat das geholfen, und wenn ihr Fragen habt, ab damit in die Kommentare, und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!